Ich glaube, dass die Zeiten, in denen wir leben, für zukünftige Generationen sicherlich von großem Interesse sein werden. Wie auch immer es ausgeht, in Anbetracht dessen will ich die Geschehnisse in dieser Siedlung festhalten, ein Tagebuch, unsere Lebensweise in dieser Übergangszeit, um dem Bild Farbe zu geben. Was meinst du dazu? Wenn ich mal einen Moment habe, helfe ich dir. Sehr gut. Du musst Connor sein. Wir warten schon lange darauf, dich endlich zu treffen. Ich bin Catherine und das ist Diana. Wir sind die Frauen der beiden Holzköpfe, die Bäume fällen. Ach, wie nett. Die Jungs haben so viel von dir erzählt. Schön, dass wir dich endlich kennenlernen. Ist mir ein Vergnügen. Wir sprachen gerade darüber, wie schön diese Gegend ist. Hier am Fluss und niemand lebt stromaufwärts. Ganz ehrlich, Godfreys Brief machte mich misstrauisch. Aber jetzt, wo ich hier bin, muss ich sagen, ich bin froh. Vorher lebten wir nördlich von Champlain in einem Wirrwarr aus Felsen und Brombeeren. Schrecklich. Es ist schön, zur Abwechslung mal auf den Hügel und ins Meer gehen zu können. Eure Männer halten euch auf Trab. Damit kommen wir schon klar, Connor. Die Jungs glauben, sie hätten die Hosen an. Aber die wahren Herren stehen gerade vor dir. Ohne Zweifel.